Hallo liebe Ladies von der Outfit.de. Wie ihr seht, habe ich hier zum Thema die niemals ohne Glitzer aus dem Haus, die mega geilen Stiefeletten. Ja, die sind von Steve Madden. Habe ich online, ups, bestellt, die sind gestern angekommen. Ja, zum Thema gehen niemals ohne Glitzer aus dem Haus, die Stiefeletten, die muss man ein bisschen an das Statement kombinieren. Deshalb habe ich die Jeans ein bisschen hier zerfetzt. Ganz, ganz leicht. Ich wollte eine zerfetztere Jeans anprobieren. Nicht anprobieren. Anziehen, aber es ist saukalt heute. Wir haben wahrscheinlich Minusgrade. Es wird anfangen zu schneien. Keine Ahnung. Deshalb ein bisschen gediegener. Pulli drüber. Normales Basic-Shirt. Zum Thema geh niemals ohne Glitzer aus dem Haus. Sei es nur auf den Augen und Ohren. Hier. Swarovski-Ohrringe. Ich muss ein bisschen näher kommen. Ich habe Glitzer auch ein bisschen am Auge. So, vom Make-up her, ich habe keine Foundation drauf, nur ein bisschen Contouring, die Wimpern stark getuscht, Glitzer auf dem Auge und das war's. Ja, dazu habe ich extra so einen rosé-nude-farbenen Oberkörper-Outfit gewählt, weil ich diese wunderschöne nachgemachte Chloé-Tasche habe. Noch ist nichts drin. Ne? Wir werden nachher ein bisschen Party machen gehen. Deshalb ist das jetzt die Gelegenheit, mal diese Bling-Bling-Schuhe anzuziehen und nicht immer nur, wenn ich Gassi gehe. Ne? Ich sage ja immer nur, wenn wir 40 sind, müssen wir noch lange nicht so aussehen. So Mädels, das ist unser Outfit. Oder mein Outfit zum Ausgehen. Viel Spaß beim Nachstylen. Ich merke, ich werde müde. Jetzt, wie spät haben wir es? 8:30. Der Lack ist ab. Ich dachte immer, ich kann Party machen gehen, aber naja. Ich gebe mir Mühe. So, viel Spaß beim Nachstylen. Bis dann.